Für uns auch sinnvoll jetzt hier Shotgun Formation, da ist Delaney Walker völlig frei, Touchdown. Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastical. Hier ist Raphael und ich habe heute einen weiteren Part unseres Marcos Mariota Let's Plays hier für euch. Natürlich in Madden NFL 16 und wir spielen heute gegen die Indianapolis Colts und das ist sicherlich eine super Sache, denn die Colts sind bei uns in der Division AFC South und mit 3-5 an Rang 3 die Houston Texans. Ja, mit 0-8 ganz ganz weit abgeschlagen und die Jacksonville Jaguars so ein bisschen uns auf den Fersen, aber bisher sieht es ja einigermaßen gut aus, was das alles angeht. Wir gehen mal in die Statistiken rein und schauen einmal, wo wir stehen derzeit mit Marcus Mariota. Wir hatten jetzt die Bye Week, deswegen werden wir jetzt bei den Passing Yards zunächst einmal weiter hinten anzutreffen sein, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. 2400 haben wir hier von Rodgers und man muss da mal sehen, wie viele Spiele. Müssen wir irgendwo sehen, warte mal. Ah, da kriegen wir hier gar nicht. Doch, Games Played. 9 Newton. Und wie viel haben wir gespielt? Ah, wo sind wir denn? Wir müssen doch schon irgendwo gewesen sein. Das gibt's doch nicht. So, wen haben wir hier? Roethlisberger, Cutler, Kaepernick, Romo, Osweiler. Mittlerweile ja bei den Cardinals. Russell Wilson, Cam Newton, Blake Bortles, Nick Foles. Das gibt's. Marcus Mariota, da ist er doch. 8 Spiele haben wir auch. Okay, dann sind wir gar nicht so weit hinten. Okay, kleiner Fail. Wir starten hier also. Wir sind Zweiter. Aaron Rodgers ist vor uns. Doch schon relativ deutlich leider mittlerweile. Mit über 200 Yards Vorsprung. Hinter uns ist noch so ein bisschen Getümmel. Auf jeden Fall Drew Brees auf den Fersen. Jameis Winston auf den Fersen. Wir haben die meisten Touchdowns. Wir haben relativ wenige Interceptions. Und ja, spielen einigermaßen solide. Auf jeden Fall haben wir auch den längsten Touchdown geworfen. Und ich bin gespannt, es wird ja langsam so ein bisschen, geht's hier in die heiße Phase, muss man ja eigentlich schon sagen. Es ist wirklich, es sieht nicht schlecht aus derzeit. Wir haben jetzt, ja, 8 Spiele gespielt, das heißt die Hälfte der Saison ist vorbei. Und jetzt wird es eben doch auch schon richtig, richtig interessant. Wir gucken uns mal eben die Tabellen an, der NFL meinetwegen auf die Schnelle. Da sind wir sogar auf 1 gesetzt mit einem Sieg-Niederlagen-Verhältnis von 0,875, also 87,5%. Das ist doch schon in Ordnung auf jeden Fall. Die Cowboys dahinter gelistet, wobei die ein schlechteres Verhältnis haben, witzigerweise. Wir sind also eines der besten Teams, wahrscheinlich sogar das beste Team der NFL derzeit. Die Broncos 3,5 negativ, die Vikings 3,5 negativ, die Colts negativ, die Bengals negativ, die Saints negativ. Schlechtestes Team, die Texans absolut fernab vom Schuss. Das ist schon so ein bisschen überraschend. Die Broncos gut, müssen den Umbruch starten mit dem QB. Hinter uns kommen dann die Cowboys, die Ravens, die Patriots, die Chiefs, die Lions, die Packers. Die Packers sind gar nicht, naja gut, 6-2 ist auch in Ordnung. Also sind interessante Teams. Die Hawks stehen mit 5-3 auch nicht so schlecht, aber auch nicht so überragend da. Das könnten interessante Playoffs werden. Ich hoffe auf jeden Fall, es wird wieder ein spannendes Spiel gegen die Colts heute. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein ins Spiel. So, wir starten mit einem Quick Pass in dieses Spiel. Hoffen natürlich, dass er gut wird, aber er ist incomplete. Ah, kein perfekter Start in dieses Spiel. Wir wollen die Colts früh unter Druck setzen, wollen ordentlich was reißen. Ganz, ganz wichtig für uns, damit wir hier gegen Indianapolis auswärts auch ja, eine gute Partie abliefern können und vielleicht unseren 8. Sieg in dieser Saison einfahren können. Dazu machen wir jetzt erst nochmal ein Laufspiel hier. Sehr gut. Sankey, überragend. Überragend. Ja, 3. und 2, das ist richtig stark. Gibt uns viele neue Möglichkeiten. Wir gehen jetzt mit dem Inside-Zone-Split auch für den nächsten Lauf, weil der erste so super funktioniert hat. Und hoffen einfach, dass Senke jetzt hier
die Chance nutzt und so ist es auch. Er nutzt die Chance, geht zum First Down und holt 15 Yards in zwei Spielzügen. Nochmal ein Laufspielzug, wieder durch. Oh, was macht Senke denn da? Da war links in der Mitte alles frei und das war jetzt einfach nur strunzendoof gespielt. So, Play-Action-Pass, wir versuchen hier auf Fasano zu spielen. PA Power O. Und wir werfen, der ist komplett, richtig schöner Pass zu 35 Yards hier von Marcus Mariota, 30 Yards nur noch bis zur Endzone. So, wieder mit dem Laufspiel und wieder ist viel Platz in der Mitte. Diesmal Senke wieder ein bisschen klar bei Verstand gewesen, wunderbar und so kann das weitergehen. Die Colts haben ja keinen Schimmer, was sie machen sollen gegen uns bisher. Und deswegen sind wir hier auch wirklich auf einem guten Weg, hier vielleicht die ersten Punkte im Spiel zu erzielen. Wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Unsere Tennessee Titans wollen die Playoffs vielleicht sogar mehr. Und wir müssen einfach versuchen, hier Stück für Stück an uns zu arbeiten, immer besser zu werden. Und ja, immer souveräner auch hier aufzutreten. 0-1 Trap, ab durch die Mitte, First Down, Senke macht das, was er kann, 6 Rush, 26 Yards, super Bilanz, wie ich finde, und er kann gerne so weitermachen, da gibt es gar nichts zu meckern. 2 Minuten noch im ersten Viertel, 19 Yards bis zur Endzone, wir wollen einfach weiterhin so souverän das Ganze machen. Wir switchen auf die linke Seite, kann man einfach machen, indem man den rechten Stick nach links bewegt, weil da einfach viel Platz war und man sieht hier auch, dass Senke einfach mal überragend vorwärts geht. War gar nicht Senke, war Smith, aber auch der macht das gut, sieht die Lücken super und holt 12 Yards Raumgewinn und das ist einfach wirklich richtig, richtig gut gewesen. So, PA Scissors, da kann man auch mal selber laufen, Play-Action-Pass, der ganz cool ist, aber das ist super verteidigt von den Indianapolis Colts. So, Fasano, PA Power O. Diesmal scrammen wir hier mal nicht aus der Pocket. Werfen auf X. Einfach, weil das die sichere Variante war. 2 von 3 bringt Mariota an. Jetzt haben wir den dritten und Goal und es sind noch 4 Yards. Fasano oder Fels? Wir gehen für den Quick Pass. Oh, incomplete. Incomplete. Den hält er nicht fest und damit ist der Drive gestorben. Wir gehen hier jetzt hier mit 3 Punkten in Führung. Kein Touchdown für unser Team. Die Fans der Colts sind ordentlich am Jubeln, dass die Defensive jetzt hier nochmal gut agiert hat. Aber da war auch ein bisschen Unvermögen unseres Titans dran schuld, leider. Aber gut, müssen wir mit leben. 3-0 Führung. Und mal sehen, was die Colts jetzt machen. Und die Colts machen es ähnlich. 3-3 Ausgleich. Wir spielen jetzt einen Shotgun Pass. Flat Formation, halb hoch geworfen. Der war komplett. Den pickt sich Delaney Walker da richtig, richtig schön vom Himmel. So, wir geben unser Bestes weiterhin. Oh, da haben wir ihn in der Mitte so frei. Guckt euch das an. Unglaublich. Wie blank der war. 23 Yard Catch. Und solche Leute müssen natürlich einfach da sein in solchen Spielen und dann die Räume nutzen und gekonnt den Gegner unter Druck setzen. So, 0-1 Trap, es ist wieder Platz da. Es ist wieder Platz in der Mitte, der Gegner weiß gar nicht, was er machen soll. Die Colts sind wirklich hier absolut ratlos. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Und es läuft. Wir kriegen den Ball hier über das Feld getragen, egal ob per Pass, per Laufspiel. Der Gameplan geht hier einigermaßen auf. Auch hier wieder super gemacht. Da gibt es die Flag. Da kann natürlich sein, dass jetzt hier wieder irgendjemand einen Bock geschossen hat und seinem Team damit schadet. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber wir schauen mal, was der Schiedsrichter hier sagt. Es ist gegen die Offense. Wir hatten hier ein Penalty wegen Holding und daraus resultiert nun der 2. und 10. So, PA and around. Auch das ist eine gute Möglichkeit, hier einen schönen Pass zu machen. Das gibt es nicht. Der Sack von Newsom. Und ja, 3. und 17. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Wir können nochmal einen Play-Action-Pass-Scissors probieren. Ist heikel. Ist schwierig, kann entschieden nach hinten losgehen, kann aber vielleicht auch helfen. Die Colts verteidigen die Play-Action-Spiele bisher herausragend, aber hier ist er frei. Da ist Delaney Walker frei und da ist er locker zum neuen ersten Versuch gegangen. Es war hier ganz, ganz wichtig, hier den Pass anzubringen für 111 Yards jetzt insgesamt. Marcus Mariota, eine solide erste Hälfte.
Halfback Slipscreen, auch das kann man einfach mal machen. Und da läuft Senke. Die Frage ist, wie weit läuft er? Oh, ein Stückchen geht er vorwärts. 5 Yards Raumgewinn. Für uns auch sinnvoll jetzt hier Shotgun Formation. Da ist Delaney Walker völlig frei. Touchdown. Ja! Zwar ein bisschen früh, 1,5 Minuten vor Schluss, aber wir spielen hier einen guten Stil. Der Gegner kommt damit wenig zurecht. Viel Play-Action-Pässe diesmal, aber auch viel Laufspiel. Und jetzt mal so ein bisschen auf die Standardpässe geswitcht. Und da können die sich absolut nicht drauf einstellen. Jetzt steht es 10 zu 3. So, wieder Shotgun-Formation. Mariota ist hier auf dem Weg. Und wir werfen den dann nach links. Der ist gefährlich, der ist vor allen Dingen auch schwer zu werfen. Von rechts so nach links in den Lauf. Aber das hatte Mariota ja super gemacht. Aber es gibt die Flag. Es gibt die Flag und das ist bitter. Wir haben vorher noch eine 5-Yard-Strafe kassiert wegen die kleinen 2.29. Na, wir akzeptieren das Ganze natürlich. Das ist ganz klar. Und jetzt spielen wir mal einen FL-Spot. Wir haben 27 Sekunden noch verbleibend in dieser Halbzeit. Die wollen wir eigentlich so gut es geht nutzen. Wir schicken Wright aber hier mal auf eine Streak-Route, einfach um vielleicht Walker da noch besser frei zu bekommen. Und das, oh, was ist das? Ist das dein Ernst? Och, nee, ne? Was bist du denn für ein Vogel? Da haut er seinen eigenen Mitspieler um und der fumbelt, oder beziehungsweise macht den Ball dann zu Incompletion. Der größte Mist. So, Play-Action-Pass. Der war ein Catch, das war ein Catch. So, Timeout, 16 Sekunden noch, 42 Yards bis zur Endzone. Wir können die Führung hier, wenn alles gut läuft, ausbauen. Und wir schicken jetzt die Delaney Walker hier einfach mal zusätzlich auf die Streak-Route. Ist gefährlich, kommt an, den hat der Complete, den hat der Complete. Wir sind jetzt im Field-Goal-Bereich. So. So, gut, wir nehmen das Field Goal mit. Alles gut, alles gut. 27. Erhöhen damit den Vorsprung auf 10 Punkte. Das ist immerhin schon mal ein Two-Possession-Game für den Gegner. Deswegen kriegt er so einfach nicht ausgehebelt. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg, dann vielleicht hier auch die Führung generell hier auch so ein bisschen die Oberhand zu übernehmen in diesem Spiel. So, nächster Spielzug. Oh, gefährlich, gefährlich. Und der war auch zu weit geworfen. Das ist der erste Ball von Mariota, der nicht so ankam. 180 Yards hat er heute wieder geworfen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Zahl in meinen Augen. Bis hierhin, wenn wir wieder Richtung 300 kommen, wäre das natürlich wünschenswert. Wir haben jetzt auch so ein bisschen das Laufspiel zuletzt wieder vernachlässigt. Müssen wir jetzt ein bisschen mehr wieder einbauen. So, O-One Trap durch die Mitte. Super, super. Diese Defense ist der diese O-Line ist der absolute Wahnsinn derzeit. Machen wirklich richtig, richtig viel Action. So gefällt mir das doch. Und es bleibt übrigens bei 13 zu 6. Die Colts haben einen Field Goal geschossen, haben wieder gepunktet, sind jetzt 7 Punkte hinten. Aber wir sind natürlich drauf und dran hier, hoffentlich die Führung auszubauen wieder. So, Fasano oder Harbin, beide sehr, sehr interessante Spieler. Ja, der ist gut, der ist, aber dann, die Defensive passt auch wieder auf. Wir gehen für die guten Pässe. Aber sie sind da nicht immer so gut am Ende. So. Sehr schön. Sehr schöner Ball. Gerade so an den Mann gebracht. Ganz, ganz wichtiges Ding von Mariota. Damit haben wir jetzt, glaube ich, mal die 200 Passing Yards geknackt. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen wieder in den Standard Pass. Ich spiele mal so ein Deep Out. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. So, entweder Delaney Walker. Oh, das war nicht gut gemacht. Das war nicht smart gespielt. Ah, aber es war eh ohnehin die Flag da. Und das sieht so aus, als wäre sie eh gegen uns. Deswegen haben wir da relativ wenig verspielt, was das angeht. So, Corner Strike. Und der ist gut. Der ist gut. Percy Harvin, super. Super. Beim 1.20 musst du so ein Ding auch erstmal raushauen. Aber der war wirklich stark. 260 Total Yards jetzt hier geholt. Und jetzt sind es noch 36 bis zur Endzone. Sind wir schon langsam wieder im Field-Goal-Bereich. Das letzte Viertel bricht gleich an. Und wenn wir die Führung ausbauen, glaube ich, können wir dieses Ding hier gewinnen.
So, O-1 Trap. Super gemacht. 32 noch. 48 Yards. Das sind 4,8 Yards. Das ist ein guter Wert für einen Running Back, den Senke hier heute geholt hat. Ich denke, damit kann man echt zufrieden sein. Soweit. Und er darf wieder ran und er holt wieder seine Yards. Ganz, ganz wichtig. Auf ihn ist wirklich Verlass in diesen Tagen. So. Super gemacht. Mariota, lauf. Lauf, Junge. Lauf. Lauf, Junge. Lauf. Sehr schön. Sehr schön. Selber gelaufen. Zum First Down. Das war knapp. Wir sind da dem Sack entgangen. Und sind mal selber gelaufen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt in der Situation. So. Walker. Right. Und da ist er frei. Da ist er frei. Ah, Weltklasse. Touchdown. Richtig, richtig stark. Das ist das Ding. Das muss eigentlich der Sieg sein. Und es steht hier 20-6. Das sind genügend Punkte. 14 Punkte Vorsprung. Richtig, richtig stark. Und die Colts können nicht punkten. Es bleibt also dabei. Wir machen relativ viel Play-Action-Spiel heute. Zumindest mehr, als wir uns hier zuletzt gewagt haben zu spielen. Und aus dem Lauf hat er gerade wieder ein bisschen verzogen. 243 Yards heute geworfen. 13 von 19. Sicherlich keine absolut überragende Quote, aber sie geht in Ordnung. So, Walker. Walker ist frei. Walker ist blank. First down. Und wir wollen natürlich jetzt versuchen, Mariota wieder so ein bisschen in Stellung zu bringen. Ein MVP-Kandidat wäre natürlich was Cooles. Oh, gefährlich. Gefährlich. Da waren zwei von uns. Und am Ende hätte beinahe der Gegner den Ball bekommen. So, 2010. Ein Laufspiel ist wieder angesagt. Ja, das war semi-gut gelaufen von ihm. Dritter und 6 jetzt. 30 Yards, klar, wir sind hier in Führung. Wir werden das Spiel gewinnen, so wie es jetzt aussieht. Aber wir wollen trotzdem nochmal versuchen, hier vielleicht Richtung 300 Passing Yards zu gehen. Aber trotzdem möglichst keine Interception irgendwie zu fangen. Green Beckham, richtig überragende Werte. Der war völlig frei in der Mitte, unser Tight End. Geht gut vorwärts, das war nicht die Lenny Walker. Wir sind jetzt nur noch 19 Yards entfernt, aber wenn wir hier den Touchdown machen, dann reicht das nicht. Dann reicht das nicht für die 300 Yards. Aber dann hätten wir drei Passing-Touchdowns, wenn mich alles täuscht. Und das gibt wieder XP. So, Quick Pass. Super gemacht. Touchdown. Ja, Mann, ja, die Colts haben keine Chance. Die Colts haben hier heute keine Chance. Wir führen 27-6 und die Colts machen weiterhin keine Punkte. Wir haben jetzt die Chance, auf 300 Passing Yards zu gehen. So, das wollen wir hier auch tun. PA Power O. Und wir werden gesackt. Wir kriegen den Pass nicht früh genug released. Das ist der dritte Sack von Newsom. Mariota muss abermals auf den Boden. So, wir gehen jetzt mal auf Percy Harvin hier. Ah, incomplete. Dritter und 18. Mann, 12 Yards. Komm schon. Wir werden doch wohl 12 Yards rausholen können. So, nächster Spielzug. Auf Green Beckham. Incomplete. Okay. Das waren viele Incompletions, die wir jetzt noch geworfen haben, weil wir natürlich die Yards wollten, hätten vielleicht eher die kürzeren Pässe probieren sollen. Aber am Ende des Tages hat nichts geholfen. Wir werden jetzt hier das Ding punten. Ist ja auch nicht so wild. Wir sind 21 Punkte vorne. Das sind drei Touchdowns. Das ist absolut nicht mehr einzuholen in 15 Sekunden. Oh Gott, was macht er denn da? Oh. Also der hat sich einen Schiss in die Hose gesetzt schon. Hat sich gedacht, scheiße. Wie sieht das denn hier aus? Und dann lässt er vor lauter Angst den Ball fallen. Junge, 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 Junge. Richtig stark. 10 Sekunden noch auf die Uhr. Die sind jetzt vorbei. Und wir gewinnen dieses Spiel mit 27-6 gegen die Indianapolis Colts. Das war eine gute Leistung. Nicht immer absolut überzeugend, aber trotzdem unterm Strich, denke ich, zufriedenstellend für unser Team. Wichtig ist, dass hier der Sieg steht. 8-1 unsere Bilanz. Damit bleiben wir das beste Team der NFL. Und ja, Matt Moore war dann auf dem Feld, 0% Completion später. Mariota hat einen guten Job gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Das wäre sehr geil, auf jeden Fall. Also,
Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTastical HD.